In der Wirkstatt in Hausmenning fand der Abschnittsfeuerwehrtag am Stetten statt, mit einem Blick auf die Geschichte. Ja, 1972 sind zum Beispiel aus den Feuerwehren Körperschaften geworden. Wir sind früher ist man als Verein geführt worden und da sind wir Körperschaften geworden des öffentlichen Rechtes. Das heißt, wir haben einen gesetzlichen Auftrag, wir sind gesetzlich verankert als Feuerwehr. Und mit diesen Gemeindezusammenlegungen haben sie auch die Abschnitte neu formiert. Das waren früher Bezirksfeuerwehrverbände, die waren so in etwa entsprechend den Gerichtsbezirken damals organisiert. Und später sind dann sind die Abschnitte installiert worden und gegründet worden, so wie wir heute dastehen. Ein wichtiger Punkt war die Ehrung langgedienter Mitarbeiter. Seit wann sind Sie bei der Feuerwehr aktiv? Seit 1960 bin ich dazu gegangen. Eigentlich war ich schon mit 10, 12 Jahren bei der Feuerwehr. Weil mein Vater war Funktionär bei der Feuerwehr. Der war Zollmeister bei unserer Ortsfeuerwehr und ich war immer bestens informiert. Ich habe alles gewusst, ja. Und natürlich war das für mich eine Selbstverständlichkeit, dass ich zu der Feuerwehr gehe. Ne? In einer eindrucksvollen Leistungsschau wurde das umfangreiche Know-how der Feuerwehren gezeigt. Für Veranstaltungen dieser Art ist die Wirkstatt der perfekte Ort. Mit der Wirkstatt haben wir in Ulmerfeld-Hausmenning-Lafurt einen langjährigen Wunsch für die Bevölkerung erfüllen können. Wir haben hier jetzt ein topmodernes Veranstaltungszentrum mit einem Veranstaltungssaal mit einer Kapazität von 400 Personen und natürlich ein Vereinshaus, wo auch 10 Vereine die neue Heimat gefunden haben. Also wir sind wirklich sehr stolz drauf und wir freuen uns heute, dass wir auch die Feuerwehr heute erstmals hier begrüßen dürfen. Auch für die Zukunft ist gesorgt. Und das ist gut, denn die Feuerwehr ist auch wichtig für die Feierkultur im Bezirk. Ja, Buxhoven rockt wie jedes Jahr, ist wieder vom 13. bis 15. Mai in Buxhoven beim Zeltfest, beim Großen. Weiteres haben wir her, die 50 Jahre Großgemeinde am Stetten. Da feiern wir den Ortsteil Breinsbach mit der Feuer Breinsbach und Buxhoven zu Pfingsten. Also Samstag ist die Eröffnung von unserem Feuerwehrhaus, Vorzeighalde, und am Sonntag ist dann die 50 Jahre von der Gemeinde. Den Abschluss der Präsentation machte ein Lob der Landeshauptfrau für den unverzichtbaren Einsatz der freiwilligen Helfer.